Ähnliches Bild. Warte, ich kann doch, glaube ich, sogar Ding machen hier. Moment, das müsst ihr, glaube ich, sehen. Ha! Fenster geht. Fenster geht, machen wir kurz Folge, bis wir die Auflösung ändern. Vorname, was machen wir denn? Vorname ist Gex. Nachname ist TV oder was? Den Gex TV machen wir, keine Ahnung. Deutschland, Audioname Daniel. Wieso Daniel? Ich will Streckensau haben. Spitznamen. Streckensau gab es in Dirt 2 oder sowas. Habe ich mir mal Streckensau nennen lassen. Das Ritual fehlt noch sowas. Nitro Iceman. Gibt's nicht Streckensau? Ich will Streckensau. Mann, wieso gibt's nicht Streckensau? Das war immer total cool. Nämlich Iceman hier vom Kimi. Hexer. Hexer? Captain? Boss. Ah, ich bin der Boss. Bin ich der Boss hier. Helm auswählen hier. Gibt's einen coolen. Ich will einen alten Senna-Helm, mein Lieblingsfahrer. Gibt's einen gelben Helm irgendwie? Barney-Gags. Ja, das ist langweilig. Das ist zu reell. The fuck, was ist denn das? Irgendwas. Das war eigentlich egal jetzt. Ich musste noch die Auflösung alles einstellen. Kann man ja nach alles ändern. So, hier sage ich auch gute Nacht. War ganz toll mit euch und wir sehen uns morgen. Alles klar. Chicken Wings, Fun. Schlaf schön und träum süß. Bis später morgen. Schwierigkeitsgrad, wie? Schwierigkeitsgrad sehr leicht, leicht, mittel, schwer, sehr schwer. Wir machen eh Benutzer definiert. Wir stellen es eh alles selber ein bei Formel 1 hier. Benutzer definiert hier. Nein, hier. Bremshilfe gar keine. ABS aus, Lenkhilfe aus. Wir brauchen sowas. Traktionskontrolle aus. Ideallinie machen wir. Ja, machen wir nur für neue Strecken an. Getriebe automatisch. Genau, und empfohlen. Boxen. Hilfe, stopp. Lasse ich erstmal an, weil ich weiß nicht, ob ich alle Knöpfe auf dem Lenkrad habe. Deswegen lassen wir das erste Mal. Boxenkamera, das machen wir aus. Park Fermé lassen wir ein. Regeln. Machen wir echt realistisch. Schaden machen wir an. Schwierigkeitsgrad. Weiß ich jetzt noch gar nicht, was ich jetzt machen soll überhaupt. Ich weiß ja nicht, wie die KI fährt. Keine Ahnung, auch im ersten Mal Profi. Und dann schauen, gibt es noch Expert-Layer. Lass mir erstmal auf Profi, damit ich mich ein bisschen einfahren, dann können wir es hochstellen. Rückblenden, lass mir erstmal. Ich weiß ja nicht, wie sehr ich hier mit euch quatschen oder chatten kann, während ich hier fahre. Von daher, das ändern wir. Es passt mir noch alles an, es ist jetzt nur am Anfang, scheißegal. Einstufungstest überspringen. Ich will keine Einstufung. Ich möchte erstmal die Auflösung ändern hier. Wieso Einstufungstest? Mich verarschen? Ja, brauchen wir keinen Einstufungstest. Möchte natürlich überspringen mit. Ja, nee. Dann machen wir doch einen Einstufungstest. Aber scheiße, ich wollte halt die Auflösung ändern. Man bin momentan im 1280 x 27 und im Fenster. Ist doch Pimmel. Was wollt ihr denn? Unsere Mercedes-Jungs, unsere komischen Red Bull-Jungs oder Ferrari. Achso, geht der hin. Ach, das ist jetzt nur so Einstufungstest. Ich mach mal Scuderia, weil ich habe einen Scuderia-Lenker. Nur im Einstellungstest jetzt. Nachher wählen wir uns ein Team schon aus für die Saison. Ja, das ist das Problem. Push aufs Gas. Der Einstufungstest beginnt in Kürze. Ja, ich muss erstmal das Lenkrad einstellen, mein Freund. Ich kann doch jetzt nicht hier einfach fahren. Ja, das Problem ist, ich habe nichts eingestellt. Ja, seht ihr, das Lenkrad geht nicht. Deswegen soll das Spiel mich halt erstmal einstellen lassen. Individuell. Lenkrad, Force Feedback. Schauen wir mal, wie es ist. Ich glaube, ich muss alles auf 10 stellen. Toro Rosso. Also auf 10 stellen erst einmal hier. Es ist, glaube ich, lass du mal erstmal so. Codemaster
bei den Spielen erkennen, wer das Lenkrad hat, nicht erkannt, nur das G27 oder kann nur ein paar andere, aber hier das anscheinend nicht, deswegen muss ich das alles individuell konfigurieren. Und das mit dem Force Feedback passt auch nicht. Wenn ich auf 100 habe, ist es genauso wie wenn ich es auf 10 habe. Also deswegen schauen wir gleich einmal. Einstellungen, Lenkradspiegel. Ja, genau, 20%. Bist du besoffen oder was? 20%. Machen wir höchstens auf 2 oder so. Das machen wir weg. Das machen wir auch weg. Toro Rosso, ja, ist cool, ja. Den Stern. Force Feedback hatte ich. Einstellung anpassen. Nach links lenken. Ja, das ist halt so eine Sache. Wenn das Lenker nicht erkannt, du musst alles einstellen. Beschleunigen, Gaspedal, Bremsen, rückwärts Ding, hochschalten, hier, runterschalten, da. Sofort Wiederholung, ja, muss ich sowieso mit Tastatur mitspielen. Also beim G27 oder beim G25 kannst du alles so. Ich werde vielleicht auch auf das Lenkrad wechseln, auf das andere. Ich habe ja noch andere hier zum Testen. Ich schaue, mit welchem Lenker ich am besten zurechtkomme mit dem Spiel. Aber ich muss dazu erstmal die Tastatur noch nutzen, passt schon. Lass ich erstmal alles. Ist das nur zum Testen hier? Hey, das ist der Monster. Von der Strecke her. Klar ist Monster, nur mit Gott. Moment, das kannst du so nicht fahren. Steuerung. Also, es wird immer eine Einstellungssache erstmal anfangen sein. Machen wir erstmal auf 10 hier. Das ist wie gesagt Fail. Egal ob ich auf 10 oder auf Ding habe, das ist total schwierig. Mal schauen kurz. Ja, das ist trotzdem total schwer, als ob es auf 100 wäre. Alles klar, HSV, bis heute Abend dann. Schlaf schön, träumen süß. Alter Master, verpiss dich, was soll das? Und wieso ist die Maus da? So, weil. Ja, weil wir immer noch keine Grafik eingestellt haben. Sekunde, ist ja. Alter, ich bin doch mit Einstellen beschäftigt. Was macht denn der Red Bull? Deine Reifen sind ziemlich verdreckt. Rechne mit geringem Grip, bis sie wieder sauber sind. Ja, immer mit der Ruhe. Wie gesagt, es kann sein, dass ich das Logitech-Lenker hin klatsche. In Formel 1 ist das einfacher. Und das wird so Support direkt. Hier muss ich alles selber einstellen. Ja, der Mauszeiger nervt. Guckst du um? Ach so, es gibt jetzt 8 Gänge. Stimmt, es gibt 8 Gänge in der Saison, habe ich vergessen. Ah, ist ja Turbo V6 8 Gänge. Logisch, ist ja alles anders. Ist halt schade, dass es nicht direkt supportet wird. Ich habe genau das Lenkrad, was der hat. Also hier vorne abgebildet. Was halt der Ferrari-Fahrer hat. Gut, das ist jetzt nicht original im Spiel, aber das Lenkrad von dem habe ich ja. Gut gemacht. Der Einstufungstest ist beendet. Mich verarschen? Gut gemacht. Empfohlene Schwierigkeit sehr leicht. Wir machen es nochmal. Steuerung erneut versuchen. So. Nochmal versuchen. Vor allem ja. Ja, ich muss, wie gesagt, bei solchen Spielen muss man sich erstmal alles einstellen. Das ist nicht so einfach, das Ganze. Muss ich einen zweiten, oder? Sagt er mir. Wow, diese scheiß erste Monsterkurve ist echt böse. Ich muss erstmal das Auto kennenlernen. Das Force Feedback reagiert sehr, sehr komisch hier. Ja. Ah, also das Lenkrad ist nicht wirklich toll für das Spiel, muss ich sagen. Ich muss doch das G27 anschließen. Aber ich probiere es jetzt trotzdem mal ein bisschen.
wird dort überhaupt nicht unterstützt, das Lenkrad. Ich weiß gar nicht, ob das analog überhaupt geht, das Ganze. Deine Hände sind schmutzig. Ja, weiß ich. Das Force-Feedback ist echt strange hier mit dem. Ich finde es aber echt schade, dass das Thrustmaster nicht direkt supportet wird. Scheiße auf dem Test. Er soll mich endlich mal lassen, hier die Grafik einstellen und alles. Das Spiel zwingt dich jetzt so zu spielen hier. Ja, komm. Gute Arbeit, der Test. Ja. Passt. Also, Einstellungen. Komm schon, ich muss einmal alles einstellen hier. Wie gesagt, ich habe das vor dem Stream nicht vorbereiten können. Das Spiel war nicht frei hier. Ja, 800x600. Natürlich! Seriously, my friend. Schon 16:9. V-Sync ein. So, dann. Was? 16-fach? Ach du Kacke. Ob es da noch geht? Was? 16-fach? Anti-Aliasing? Geht das überhaupt? Zuschauer, Schatten, Partikel, Fahrzeuge, Objekte, Bäume, Fahrzeuge, Stoffe. Ja, das Lenkrad schaltet voll laut, ja. Ja, ist halt auch das Mikrofon direkt hier. Ja, es ist geil, dass ich Benchmark gemacht habe und V-Sync angelassen. Ja, und bei Formel 1 heißt es immer klick, 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 klick. Ist normal. Klick, knack, ja. Ist das nicht USA? Müsste USA sein hier. Geht's nach links? Ja, ja, müsste USA sein hier, oder? Austin oder sowas, wie das heißt hier. Scheißstrecke. Ja gut, es bleibt eh konstant auf 60. Wieso soll es denn unter 60 gehen? Was soll der Mist? Was ist ein realistischer Test? Ich hätte hochdrehen sollen. Der fährt es eine ganze Runde oder was? Mal so flower. Ja, genau, Austin, Texas, USA. Genau so meinte ich ja, ja. Alles klar, Tommy. Dann bis denn, was auch immer du machst. Arbeiten, schlafen, Schule. Viel Spaß dabei. Merci fürs Vorbeischauen. Na shit, ich müsste das G27 anschließen. Wär einfacher zu fahren mit dem. Aber dann muss ich die ganze Kamera auch wieder ändern und alles. Also müsste ich halt mal zwischen zwei Streams machen. So im Stream ist das so eine Sache, müsste ich halt mal testen. So langweilig fährt sich das die Runde. So fährt man doch nicht. Wie blöd fährt denn der? Ja, super. Geil. Was ein Test. Egal, passt. Geht mir nur um die. So. Also, ich müsste auf jeden Fall das Lenkrad umtauschen. So kann man eigentlich nicht fahren mit dem. Aber gut, machen wir einfach mal ein bisschen hier. Zeit fahren. Gex, weißt du denn, ob es bei Wilderlands eine neue Story gibt? Es ist ein Spiel zwischen dem Borderlands 1 und 2. So eine Zwischenstory ist das, soweit ich weiß. Ich möchte nur mal kurz. Ich muss mir kurz einfahren mit dem Lenker, ich weiß ja nicht. Ich würde das G27 lieber anschließen.